Ich habe mich erinnert an 1980, da waren wir eingeladen in Mainz auf dem Open Air Festival. Da hatten wir als Platz eine Garage, die nannte sich Technoschuppen, und da war ein Telefonanschluss mit Akustikkoppler 300 Bit pro Sekunde drin. Heute haben wir die ungefähr 100.000-fache Verbindungskapazität, aber das meiste lief auf dem Netz. Und das ganze Camp ist selbst organisiert. Also das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Und ich sage, der Chaos Computer Club ist 18, volljährig, 1981, 1999. Das ist okay. Da oben ist das alte Postlogo am Turm noch angebracht worden. Und auch die Zusammenarbeit mit denen, die uns hier unterstützt haben, ist einfach gut gelaufen. Kleiner UKW-Sender, der dort hinten steht, eine 10 Watt UKW, gerade ausreichend hier für die nähere Umgebung. Und auch das ist relativ formlos, problemlos gelaufen. Früher war es so, da waren wir bei der Documenta und hat einfach gesendet, als das noch nicht möglich war. Und heute läuft es relativ locker. Die Sturm- und Drangphase ist bei denen, die sich als Grip-Kiddies betätigen, viel, viel heftiger. Und da muss man mal gucken, wie man das konstruktiv lenken kann. Also was mir am Club ein wichtiger Begriff ist, vom Spieltrieb zur Wissbegier. Das zu erreichen. Und da freue ich mich, dass auf der einen Seite viele Junge hier aufgetaucht sind und auf der anderen Seite sieht man doch auch eine ganze Reihe von Graubärten hier. Also die Generation von unten bis oben ist durch und ja. Wir haben eine ganze Menge einfach nicht erreicht, wenn ich zurückschaue. Und gerade im ganzen Schul- und Bildungsbereich ist da viel zu tun. Wenn ich überlege, dass die Kinder in England schon 1984 in der ersten Klasse Computerunterricht haben, dann führt das 1999 dazu, dass bei denen, die unter 18 sind und das Internet benutzen, mehr als 50% Mädchen sind. Das heißt, so wie im Durchschnitt der Gesellschaft. Hier ist in der letzten Regierungsperiode oder in den letzten 16 Jahren im Verhältnis dort nichts passiert. Und ich engagiere mich in Thüringen, dass wenigstens die 10. bis 12. Klasse, dass dort die fitten Schüler den Schulserver betreuen, den installieren, sich drum kümmern. Wenn da was nicht funktioniert, kriegen sie Druck von allen, die keine Mail kriegen. Das geht sofort. Und dass das wenigstens als Leistungsfach Informatik mal anerkannt wird. Das sind die Probleme, mit denen ich mich 1999 rumschlage. Und da gibt es, wenn ich mir den Club anschaue, da gibt es ungeheuer viel zu tun. Und da ist die Generation, die jetzt so ab 14 hier reinschneit und mitmacht, die betreuen dann die Schulserver als einen Aspekt und versuchen, bestimmte Ideen von unten in die Schulen reinzutragen, in die Gesellschaft, damit sich oben ein bisschen mehr ändert. Das ist so meine Überlegung. Wir haben hier die Rakete, die wieder starten soll, und da kommt es dann gelegentlich zu Turbulenzen, und das sind die Kotztüten für die Rakete.